Ich bin vom Evo Gym. Ich warte auf den Rest der Bande. Die flacheste Version ever heute meiner selbst. Ich gehe auf die FIBO. Bin 7 Tage out nach Holland zur niederländischen Meisterschaft. Ich habe gestern angefangen zu entladen. Ich werde diesmal entladen und aggressiv reinladen. Schauen wir mal. In Holland gibt es leider nur eine Pro-Card auf den Gesamtsieg. Also auf den Gesamtgesamtsieg. Das bedeutet, es gibt einen Classic-Physik-Sieger verschiedener Klassen, Mens-Physik-Sieger verschiedener Klassen und einen Bodybuilding-Sieger verschiedener Klassen. Davon gibt es dann Gesamtsieger. Einer von den dreien bekommt dann eine Pro-Card. Also das bedeutet, du musst nicht nur deine Klasse gewinnen, du musst auch noch deinen Gesamtsieg machen und dann hoffen, dass du auch noch der beste Athlet des Tages bist. Ihr wisst, wie ich bin. Ich gebe alles und am Ende kann ich halt nur meine Form und meine Präsentation auf der Bühne beeinflussen und das werden wir auf jeden Fall tun. Wir geben alles und dann schauen wir mal, vielleicht reicht's ja. Hallo? Das erste Mal war ich übrigens 2011 auf der FIBO, da war die noch in Essen. 12 Jahre später, nach Rokona, schauen wir mal, was los ist auf der FIBO, ne? Aber 2011 war noch richtig anders, Mann. Da waren noch all die ganzen großen, bekannten Bodybuilder da. Das war so eine richtige Bodybuilding-Messe. Das war eine geile Zeit auf jeden Fall. Schmeckt? Mhm. Ist geil? Scheiße. Man könnte vermuten, Ivo hat einen eigenen Stand hier. Ne? Safe, ja. Safe. Ich bin im Gym angekommen. Die FIBO war echt anstrengend für mich, aber es war schön, mal wieder so viele Menschen aus der Fitnessbubble zu sehen an einem Fleck. Und ich hoffe, die FIBO kann sich weiterhin gut regenerieren von Rokona. Für mich geht es jetzt auf jeden Fall ins Beintraining. Ich bin echt richtig flach, richtig platt, aber was muss, das muss, ne? Die letzte Beineinheit vor Holland, die ziehen wir nochmal ordentlich durch. Knall auf jeden Fall auch noch einen Formcheck jetzt gleich. Könnt ihr ja mal in die Kommentare reinhauen, was ihr sagt zu meiner aktuellen sehr flachen Form. Aber ich glaube, ich bin echt ja, nochmal einen ganzen Ticken besser als zur GNBF, also definierter, wenn man eben so will. Ja, werde mich jetzt die letzte Woche wieder sehr aufs Posing konzentrieren. Die Form ist passend. Ab Mittwoch wird gut reingeladen. Das ist die Strategie. Ich habe Patrick Teutsch nochmal gebeten, über meine Peak Week Planung zu gucken. Ist geil? Mal schauen, was er dazu sagt, was ich da so zusammengebastelt habe. Aber sich nochmal so eine ja, objektive Meinung eines anderen sehr erfahrenen Athleten und Coaches einzuholen, schadet definitiv nie. Und vielleicht passiert da ja auch noch mehr. Schauen wir mal, die Saison ist noch sehr, sehr lang. Natürlich darf The Craft nicht fehlen, ja, damit ich wenigstens ein bisschen Pump bekomme vielleicht. Und mit dem Code André könnt ihr natürlich immer 10% sparen und mich supporten in dem, was ich so tue. Also vielen lieben Dank an dieser Stelle wieder an alle, die bei evosportsfuel.de bestellen und meinen Code nutzen. Link unten in der Beschreibung. Und diesen Sonntag übrigens werden auch die Flav-Ups gedroppt von uns, ja. 3 Geschmacksrichtungen gibt es da. Da gibt es auf jeden Fall wieder ein neues Produkt. Plus der Evo Bar wird gerestockt. Der war direkt am gleichen Tag ausverkauft, wie er gelauncht wurde. Die ganze Woche lief die Produktionsstraße durch, damit wir ja schnell wieder Riegel für euch am Start haben. So
der Glut ist schon ein bisschen streifig, ein bisschen willer. Also das Entladen funktionierte ziemlich gut tatsächlich. Ich habe die letzten Jahre immer die Erfahrung damit gemacht, dass meine Form dann doch nochmal deutlich streifiger wird, wenn ich deutlich weniger Kohlenhydrate esse. Natürlich esse ich dadurch auch insgesamt etwas weniger Kalorien noch. Also ich esse dann deutlich mehr Proteine. Aktuell esse ich 250 Gramm Protein und unter 100 Gramm Kohlenhydrate und 50 bis 55 Gramm Fett. Das sind so 1800 Kalorien. Und manchmal hätte ich ein bisschen mehr Fett, noch ein bisschen mehr Eiweiß, dass ich so auf 2000 Kalorien komme. Aber es sind schon sehr wenig Kalorien und eben sehr, sehr wenig Kohlenhydrate. Darum eine sehr flache Angelegenheit. Und ab nächster Woche Mittwoch, also da werde ich dann ordentlich Kohlenhydrate reinladen. Ja, es ist jetzt doch Chicken geworden. Von den Makros passt es auf jeden Fall. Dann geht's ins Bett. Ich bin echt richtig fertig. Am Dienstag übrigens geht's für mich auf den DEXA-Scan. Also das wird das nächste Video auch sein. Mal schauen, ob ich 5% Körperfettanteil schaffe. Schauen wir mal, was da rauskommt. Ne? Sehr, sehr lange her, dass ich auf einem DEXA-Scan war. Und wirklich interessant. Ich bin gespannt. Und das war's schon wieder mit diesem Video. Dankeschön fürs Einschalten. Kanal abonnieren, falls ihr das weiter verfolgen wollt. Auch mit dem Wettkampf in Holland. Lasst mal einen Daumen nach oben da. Peace the fuck. Bis zum nächsten Video.